Danke, danke, liebe Kat. Guten Tag miteinander. Es ist kein Wunder, dass die Sonne genau dann scheint, wenn ihr mit eurem Fest beginnt. Und das ist nicht nur ein gutes Zeichen, sondern das habt ihr verdient. Ich habe Kat vor 10 Jahren kennengelernt, als ich in den Nationalrat kam. Und eines Morgens auf meinem Weg zum Bundeshaus, dort ein Zeltverschlag stand und dort eine Frau in einem Rollstuhl saß, die dort die Nacht verbracht hat. Und den Mut und diese Hartnäckigkeit und diese Fröhlichkeit am Morgen um 7 nach einer durchwachten Nacht mit Lärm und Besuch der Nachbarschaft hat sie mir unheimlich Eindruck gemacht. Und das war, glaube ich, wirklich der Anfang unserer Zusammenarbeit. Ich bin mit Kat und mit Ihnen allen unglaublich froh, dass das einmal etwas ist in der Politik, wo wir gemeinsam auch einen Erfolg feiern können. Das ist nicht überall so. Und Jürg Stahl hat es gesagt, das Assistenzbudget ist darum auch ein Erfolg geworden, weil wir es geschafft haben, respektive Kat es geschafft hat, über die Parteigrenzen hinweg Kontakte zu knüpfen und eben eine Mehrheit zu finden, dass das jetzt eingeführt wird. Jetzt warten wir noch auf die Verordnung, damit dort hoffentlich dann auch mündige Menschen mit Behinderung eine Möglichkeit haben, ein Assistenzbudget zu beziehen oder eben unmündige Erwachsene ebenfalls. Und für mich ist klar, wichtig ist, dass jeder Mensch in diesem Land ein selbstbestimmtes Leben leben kann und dass wir gemeinsam versuchen, eben das Umfeld zu schaffen, damit es gar keine Behinderung gibt. Und das ist nicht nur für körperliche Behinderungen, das ist eigentlich für alle Menschen eigentlich das gleiche Grundbedürfnis. Und ich möchte neben Kat natürlich euch allen einfach ganz, ganz herzlich danken, weil ihr habt so viel Mut bewiesen und so viel Engagement gezeigt und ihr seid immer auch wieder gekommen, wenn Kat gerufen hat, jetzt müssen wir wieder etwas machen in Bern, sonst schläft es ein. Und das ist das Wichtigste eben, dass man dranbleibt, dass man nicht aufgibt. Vielen Dank und genießt es. Es ist wirklich verdient, dieser große Etappensieg. Und noch einmal danke, Kat, für alles. Weil es ist immer so, wir lernen auch ganz, ganz viel. Immer von euch, aber auch von den Kontakten und von der Arbeit. Und Dankeschön an euch allen. Alles Gute. Wir bleiben dran gemeinsam.